Ey, komm her. Scheiß drauf. Wie kann das Leben nur so nice sein? Ey, 9 to 5 zum Highlife. Ey, sag den ganzen Sorgen bye bye. Ey. Wir haben heute ein Musikvideo gedreht zu meinem Song, zu der neuen EP. Ich habe mir gedacht, ich quatsch mal ein bisschen mit euch, zeig euch mal hier ein bisschen die Aussicht. Denn die ist wirklich unglaublich. Und die Jungs und ich, wir fahren jetzt ein bisschen hier durchs Land und gucken, was wir noch alles hier so filmen können. Ich hab Bock, die Jungs haben Bock. Der Rest bleibt hier im Haus. Die werden wahrscheinlich noch an Beats ein bisschen weiter arbeiten. Und dann kommen wir heute Abend wieder, essen leckere Pizza, die der Felix uns macht. Und ihr könnt euch auf jeden Fall auf eine hammermäßige EP freuen. Was soll ich dazu noch sagen, Leute? So, die Jungs sind los zum Videodreh. Wir sind noch hier geblieben. Der Eris ist schon fresh am Beats machen. Okay. Hi, schön, dass ihr da seid. Auf Reise ein bisschen begrenzt von der Größe. Wir haben nur 2 Oktaven zur Verfügung, aber wir machen das Beste draus. Alright. Got it. Auf jeden Fall, die sind ja jetzt unterwegs und unsere Challenge war es, jetzt Songs zu entwickeln, Beats zu entwickeln. Und der Village wird sicherlich nice Songs erwarten. Und man muss sagen, eine gewisse Vorstellung von Musik, ja, da hat er so eine Abneigung. So, die nennt er Lelele Beats oder so Xylophon Beats. Und genau das machen wir jetzt. Genau, also so, wo die Melodie. Also irgendwas, wo man sagen wird: Oh mein Gott, derselbe Song. Nochmal in 3 Jahren. Aber auf jeden Fall, den pranken wir jetzt. Wir machen jetzt den Song und dann filmen wir gleich seine Reaction. Mal sehen, was er sagt. Und zu dem Village. Ich sag, hola Mademoiselle, du hast das, was mir gefällt. Der braucht nen Teller für Sprit, ich lebe auf der Überholspur. Kickdown, ich nehm dich mit ins Paradies, du auf dem Beifahrersitz. Er wirft einen neidischen Blick, guck wie peinlich er ist, trägt nur Kleidung von Kick. Ey! Komm her! Scheiß drauf! Da hinten ist der Malte, der Yoshi, der macht gerade die Drohne ready. Ich zeige euch mal kurz die Aussicht. Einfach nur hammermäßig. Ja, wir haben uns hier aufs Auto gestellt. Schöne Grüße an die Autovermietung an der Stelle. Ich weiß, ihr versteht eh kein Wort. Oh, da kommt die Drohne sogar. Da kommt die Drohne. War hart, doch durch Spaß, nicht mehr jobben stundenlang. Meine Welt war grau und dunkel, Acker tausende von Stunden. Ich verlauf mich in dem Dschungel, heute Aussicht straight gebunden. Noch ein Griff in die Minibar, hab das Gift in mir drinne, Mann. Kenn den Blick nur vom Cinema, von geträumt, als wir Kinder waren. Heute täglich ein Schritt mehr, Chico-mäßig komm der Sonne immer näher. Hab kein Empfang, Baby, Handy ist doch Flugmodus. Ganzes Fotoalbum voll mit dir und Fotos. Oder? Das ist ja eh nur fürs Video, ne? Wer die trinken will, könnt ihr die trinken. Mhm. Ja. Okay. Back to back zum Highlife. Ey, sag die ganzen Sorgen bye bye. Ey, die Sorge ist ja. Läuft nicht so? Nee. Dann müssen wir da mal. Das wir machen jetzt. Okay. Ja, take two, ne?
sagt man. Oder take two, take two. Ja, du bist der Internationale hier von uns. Genau. Take two, die zweite. Wir probieren es erneut. Das ist ja auch unser erstes Mal hier mit so einem tollen Steinofen. Ja, wir werden jetzt ein bisschen anderen Style machen. Das Ganze hat nicht funktioniert. Schauen wir mal, wie das läuft. Ja, die ganze Gang ist wieder am Start. Heute wird getrunken, viel getrunken, weil wir haben noch viel Bier. Ja, nur deswegen. Muss weg. Nur deswegen, genau. Wollen wir nicht mit nach Hause nehmen. Ja, also wir haben noch 65 Bier. Habt ihr gezählt? Ja. Also Freunde, wie gesagt, wir befinden uns jetzt gerade hier bei uns. Wir haben heute wirklich einen mega, mega, mega erfolgreichen Tag. Wie gesagt, wir haben uns ja aufgeteilt. Komm mal, mit, Freunde. Komm mal mit, wir gehen jetzt. Die Leute sind ein bisschen zu laut. Auf jeden Fall, wie gesagt, wir haben heute einen super, super erfolgreichen Tag gehabt. Die Jungs haben sich aufgeteilt, wir haben uns aufgeteilt. Wir haben wirklich so geile Locations gefunden. Die Jungs haben mir schon gesagt, dass sie wirklich hammermäßige Beats gebaut haben. Ich kann es kaum erwarten, die mir anzuhören. Bisschen hier den Abend noch ausgießen. Verdammte Scheiße, was wir ausgießen. Wie heißt das, Mann? Ausklingen lassen. Auch ausklingen danke, lassen, Bruder, ausklingen. Den Abend ausklingen lassen. Klingen. Wie gesagt, also wir haben wirklich heute, ich kann euch das gar nicht sagen. Ich meine, ihr werdet das eh alle sehen. Die Musikvideos werden... Vor allem die ganze EP wird... Chalas. Warte. Chalas. Muss man nichts mehr sagen. Fang ich auch schon an wie so ein Ruhrgirl, Alter. Unendlich dankbar! So gut wie mein Ganja! This is for the family. For the motherfucking family. So, wir chillen jetzt hier am Covid-Zentrum. Warten auf. Wir sind alle ziemlich müde. Warten auf den Test. Morgen ist ein Abflug und heute ist der letzte Tag. Und den werden wir auf jeden Fall nochmal genießen. Freitag und morgen fliegen wir leider schon. Wir haben uns überlegt, wir gehen nochmal essen schön auf Nacken von deutschem Staat. Die Stimmung ist ein bisschen bedrückt, merkt man schon, weil es der letzte Tag ist. Gerade auch nochmal 2 Stunden Covid-Test gemacht. Village. Was, Bruder? Was, Bruder? Auch nochmal lecker. Reisleistung, top. Ich fand's wirklich lecker. Und nochmal. Dankbar. Allein Pommes und Reis zu bekommen. Hayat. Richtig. Hayat. Sind wir noch selbst dabei? Hayat. Wir haben einen kleinen Prank an Village uns ausgedacht. Wir waren noch hier und haben Musik gemacht, ein paar Songs ausgearbeitet. Und da haben wir uns gedacht, machen wir doch mal so einen schlechten Song, dass der Village mit so riesiger Erwartung zurückkommt und völlig enttäuscht wird. Elemente genommen, die er absolut hasst. Von Xylophon Beats bis Lelele Hook. Und mal sehen, was seine Reaction gleich sein wird. Wir haben auf jeden Fall einige gemacht so. Und ja, manche waren halt so Skizzen, ne? Manche waren halt viel, viel mehr, schon Hook und so. Und aber ja. Dieser eine? Jo, Bruder, pass auf, dieser eine Junge, das ist also das Digga. Hier. Ich hab noch Hook gemacht. In zu dem Bilic. Also du musst dir vorstellen mit deinem Chico Mesus. Ihr wisst Bescheid. Ich sag Ola Mamosel, du hast das, was mir gefällt. Du kommst ganz, wir haben Spaß. Ich kauf mir Liebe mit meinem Geld. Bitte und du bist im Bett. Ne. Ich bin in der Band. Müssen wir den ja wirklich machen. Oder das sollte... Digga, der klingt doch voll scheiße. Ich wollte das jetzt nicht so drin. Wir dachten uns... Das, Alter. Wir wollten ihn erstmal so feiern, Bruder. Und dann ja, okay, aber ich sag, aber, nicht, aber ich so schlecht der ist nicht schlecht. Ja, so, der passt halt nicht. Das habe ich ja auch gesagt, ja. Wenn wir den gemacht so haben. So an sich ist der echt, aber ich so, okay, wollen die mich gerade verarschen? Aber die haben den so gehypt, ich so, die können das nur ernst mal so. So geil. Alright. Haben wir es jetzt. Werd nicht frech, kleiner Bub. Also, bei Outro haben wir uns gedacht, weil, guck mal, die EP so, Griechenland, die Stars, schneller Song, langsamer Song, Drill-Song,
Party-Song, Pool, alles mögliche, so Achterbahnfahrt halt, ne? Mhm. So wie wir davor besprochen haben. So einfach mal der Outro-Song ist so, Bruder, was geht hier ab? So, ich komme, ich realisiere mal, was gerade so passiert ist, so diese Reise. Weißt du, was ich meine? Mit den Drums. So, relativ chillig. Gitarre, was? Phil Collins. Oh. Fühl ich mies. Mies, ja? Ja, geil. Vergiss die Sorgen mit den Füßen in dem Sand. Bin ich online. Pack den Flieger, mach ne Woche auf entspannt. Und mein Life Chico-mäßig im goldenen Käfig. Brauch Abstand von all den Problemen. Ständiger Weg, Asphalt zum Strand. Der Erfolg, dauert nicht mehr lang. Für die Fans, unendlich dankbar. Belic 23 und Megalitros Rapper zu Kosmo. Ευχαριστώ. Es ist von Teufel voll mit Blutfotos, bald vor dem Pool. Kleine Raki pur, auf dem Weg zum Zimmer verlor ich mich im Flur. Ey, Schritt für Schritt, das ist ein Marathon. Girls tanzen zu dem Song wie bei Reggaeton. Ey. Wir haben uns hingesetzt und haben gesagt, lass einfach von Null machen. Ja. Ich kann, kommt mal mit. Kommt mal mit. Ich zeig euch mal, wo wir gesessen haben. Der ist neuer Superstar. Komm mal. Hier saßen wir und haben den Song gemacht. Das ist jetzt alles Memories nur noch. Letzter Abend, Mann. Palm vor dem Pool. Wir hatten echt eine Herausforderung. Wir wussten gar nicht, wie das sich alles entwickeln wird. Ob wir das schaffen, ob wir das... Okay, das stand ehrlich gesagt nie zur Debatte. Da saß jemand noch im Studio und ist ein bisschen verzweifelt, wenn ich mich richtig erinnere. Wer war im Studio verzweifelt? Mit dem... Typ mit einem LFDY-Pulli. Felix? Felix? Warst du noch im Pullover? Ja, ich Pulli. War sehr verzweifelt. Ich hatte wirklich, Angst. Ich hatte Angst. Wirklich. Angst. Nein, also Respekt, weil das ist echt nicht wirklich leicht. Ich habe mir das leichter vorgestellt. Bei Musik machen, das ist echt, das kommt vom Herzen und das passiert einfach. Deswegen haben wir uns sowieso gedacht, das wird hier lockig-flockig von der Bühne gehen, aber wir wussten trotzdem, dass wir Herausforderungen haben, weil Videos drehen, Text schreiben am selben Tag, den aufnehmen am selben Tag, plus das Video noch drehen am selben Tag. Und, Text noch auswendig und ich muss den Text noch auswendig können. So, und der ein oder andere weiß natürlich, dass durch die oder andere Substanz erhältst du leider ein Elefantengedächtnis. Daran arbeite ich aber auch. Und, ich dachte, Elefanten haben ein gutes Gedächtnis. Bitte? Ich dachte, Elefanten haben ein gutes Gedächtnis. Ach scheiße, stimmt. Ein Elefantengedächtnis bedeutet, wenn du vergesst das. Fliege. Wie eine Fliege. Also willst du mich jetzt mit einer Fliege vergleichen? Dein Gedächtnis, ja. Wie auch immer. Auf jeden Fall war das wirklich eine Herausforderung, die wir jetzt sagen können, die wir gemeistert haben. Mit Bravour. Oder nicht? Kriege ich jetzt Zuspruch oder nicht, Alter? Safe. Hallo? Haben wir geschafft? Herausforderung angenommen, gemeistert? Bruder, wir haben die so gemeistert, Alter. Unglaublich, oder? Wir haben es echt geschafft, wir haben es gerockt und jetzt kommen wir zurück nach Deutschland mit sehr viel Stoff und Input, weil man muss das natürlich auch hier erstmal auf sich sacken lassen. Ne? Schaut euch das so erstmal an. Palmen vor dem Pool, kalten Raki pur, auf dem Weg zum Zimmer verlaufe ich mich im Flur. Was soll ich euch sagen, das Haus ist riesengroß. Und wenn ich dann in meiner Hut bei meinen Jungs wieder angekommen bin in Rad, dann denke ich bestimmt auch nochmal ein bisschen anders darüber nach. Deswegen, also in den nächsten Wochen wird auf jeden Fall das Paket fertiggestellt und bleibt gespannt. Sind wir auf dem Weg zum Flughafen, Taschen sind gepackt, die Laune ist im Keller. Wehmütig, wehmütig. Aber wir kommen zurück. Ist im Keller.